Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS17 hier auf der PlayStation 4. Ihr habt was verpasst, denn mein Aufnahmeprogramm hat eine Folge geschrottet, leider. Naja, ich erzähle euch mal ein bisschen was. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich hier gar keine Palettengabel habe, sondern die wir haben, die ist für Traktoren. Und ich habe mich einfach mal spontan entschlossen, hier nochmal eine zu kaufen vom Händler. Und jetzt fahren wir gerade wieder zurück und wir laden in die Sämaschine. Ich habe den neuesten Patch drauf. Der Helfer hat eigentlich ganz gute Arbeit jetzt mit dem Einfeld gemacht, zumindest mit dem Grubber. Und mal gucken, wie es mit der Sämaschine ist. Da kam auch ein Tipp von euch. Man später beim Flügen vielleicht mal einen anderen Flug nimmt. Einen vielleicht, der ja, also nicht so einen langen Auslieger hat quasi, sondern so kompakt hinten dran gehangen wird. Das wäre wirklich nochmal eine Möglichkeit, was wir mal testen können. Gerade wenn die Felder so eng sind und Wassergräben und so, dann muss der Helfer nicht so ausholen. So. Was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe die Sonnenblumen verkauft, ne, und habe festgestellt, wie schön doch dieses Dorf zum Beispiel ist. Ne? Das ist da hinten total süß angelegt und auch mit diesem kleinen See da und also wirklich ganz toll. Und wir haben auch wunderschöne Wiesen, haben wir da hinten noch, die jetzt schon unser Eigentum sind. Ne? Dann habe ich hinten noch Gerste abgeladen, habe mich entschieden, dass wir jetzt den Weizen noch verkaufen. Der Traktor steht schon bereit. Und ja, den hatte ich jetzt hingestellt, damit er beladen werden kann hier mit dem Dünger. Und Saatgut. So. Die eine Gabe habe ich unten hingepackt und habe auch festgestellt, die da oben ist. Die ist für Traktoren, wie gesagt. Da kommt auch mein Kompaktlader überhaupt nicht dran. So, jetzt gucken wir mal, ob ich das von innen hier sehen kann, vernünftig. Ah, sieht gut aus. So. Ich meine, wir bräuchten den nicht unbedingt, das stimmt schon. Wir könnten den auch verkaufen. Aber irgendwie möchte ich den einfach mal hier einsetzen, weil gerade auf so einem kleinen Hof, diese Wendigkeit, das ist echt nicht zu unterschätzen. Und wenn hier beide Traktoren unterwegs sind, ja, dann sieht es halt auch schlicht aus mit eurem Hof arbeiten. Müsste man eh noch einen Traktor kaufen und von daher hat, glaube ich, der Kompaktlader schon seine Berechtigung. So, das Regal finde ich hier auch ganz süß. Okay. Ich würde eigentlich ganz gerne heute ein paar Schweine einziehen lassen, aber dann müssten wir uns nochmal einen Wassertrog kaufen. Ein Wasserfass. Kein Trog, der ist ja schon da. So, ist so ein bisschen tricky jetzt hier. Ja doch, man sieht es auch nicht ganz gut, ne? So, das muss jetzt vorne rein, der Dünger. Stimmt gar nicht, der kommt hinten rein. Okay. So, wieder vernünftig abstellen. Ich habe den ein bisschen doof getroffen. Ich hänge da irgendwie drunter, glaube ich. Also unter den eigentlichen Punkt. Das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden. Ne, klappt. Glück gehabt. So, den können wir kurz so stehen lassen. Ich habe schon wieder so einen Goldklumpen gefunden. Ich habe im Dorf vorhin noch ein paar gefunden, die da rumlagen. Ich habe da, ist ein schöner Sportplatz, den habe ich mir angeguckt. Das ist echt schade um die Folge, aber naja. Was willst du machen? So. Jetzt wird hier vorne das Feld in Angriff genommen. Doch. Ich wollte die Hilfe nochmal anmachen. So. Und
mal, was nämlich gerade nicht, wie ich die Seemaschine zukriege. Ah ja. Nein. Zu schnell gelesen. Ich wollte doch die nur Plane schließen. Da. Okay. Also wenn der Preis ganz gut ist, würde ich aktuell Weizen sehen. Ich bin sogar überlegen, ob ich ihn jetzt so rauf und runter fahren lassen wir mal auch. Also das so machen, das Ganze. Müssen wir vielleicht nochmal einschreiten hier mit dem einen Pfosten, aber mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Nein, vorher noch einschreiten. Jetzt geht's los. Ja, man sieht schon einen Unterschied, ne? Saat mit ohne Saat. Ja, der Helfer hat sich also deutlich verbessert. Ja. Warte mal. Das lösen wir bestimmt. Wir machen das mal so. Ich mache mal einen Vorgewinn, ne? Und dann ist man doch anders fahren. Oder? Jetzt hier das Vorgewinn. Naja, es wird dann zu. Es muss eigentlich so gehen. Probieren wir es mal aus einfach. Also, wieder runterlassen. Und los geht's. Hier ist nicht ganz fertig gegrubbert, aber das macht nichts. Das geht auch so. Schauen, wie gesagt, einfach mal. Oh, jetzt habe ich hier mal ein Problem. Naja, da muss ein Traktor schon mal zeigen, was er kann. Okay. Also, hier nochmal drüber. Ich habe nochmal geschrieben, warum das beim Test nicht mit diesem Rübenfeld geklappt hat. Ne? Angeblich, der eine sagt, es war noch nicht reif und der andere sagt, du hast quasi die Frucht selber zerstört beim Kraut entfernen. Weiß ich nicht. Klar, ich hatte keine Schonbereifung, aber ob ich das alles dann zerstört habe, das wäre natürlich echt doof. Das wäre natürlich wirklich doof. So. Und jetzt hier nochmal. Wieder nicht rum, ne? Und dann soll er mal alleine fahren. Auch diesen Pfosten hinter uns. Weg. Für die Schweine habe ich jetzt eigentlich auch alles da, bis auf das Kraftfutter. Das hätte ich eigentlich mal mitnehmen können. Mist, ich meine, es kaufen sollen. Naja, nicht so tragisch. Vielleicht lassen wir auch mal links anfangen.
Wieso? Jetzt gucken wir mal, ob er wenigstens die erste Runde übersteht. Liegt das jetzt am Feld, dass er das nicht erkennt, oder was soll das? So, sollen wir hier nochmal gucken? Ach nö, ach das ist doch scheiße. Dann brauche ich keine Helfer. Wir probieren es nochmal von der Seite. Und dann weiß ich auch nicht mehr. Dann müssen wir doch selbst Hand anlegen, obwohl ich jetzt eigentlich andere Sachen vorhatte. Und wie früh der aufhört. Stopp! Vielleicht sollten wir uns mal Gedanken machen. Ich habe immer was zu Kuni erzählen. Wegen der anderen Seemaschine. Ob er vielleicht deswegen. Ist echt schade auch um Saatgut, ne? Aber was willst du machen? Dass man echt wirklich was komplett hinten dran hängt, einfach. Da könnte man jetzt die erstmal nehmen, zum Beispiel. Die kann ja auch mit Dünger, ne? Oder? Nee. Nee, Dünger ist ja nur die. Diese hier, die könnte auch mit Dünger, die kostet 29.000, braucht 70 PS. Obwohl, nee, das sind nur Rüben und Dings. Oh, nee, es geht auch nicht. Das wäre 170 PS. Nee, das haut nicht hin. Da brauche ich dann. Ich wüsste es noch nicht mal genau, ob es beim Kuhn DLC. In der Richtung, was dabei ist, ne? Was für ein Riesenstück, der dann einfach fein ist, ist echt. Unglaublich. Und auch hier. So, da war schon gesehen. Was ich echt nicht verstehe, warum er dann aber vernünftig gegrubbert hat. Wir fragen jetzt mal. Das ist aber auch gemein hier mit diesen Pfeilern. Aber naja, gehört auf so einen kleinen Betrieb einfach dazu, da wird natürlich auch jede Fläche dann genutzt, ne? Wo du irgendwie was rausholen kannst. Ist ja auch guter Boden hier natürlich. Ich kann es auch nicht einfach eine andere Aufgabe machen, denn. Und dann haben wir hier verschiedene Wachstumsstufen, das ist ja auch Müll. Wo
Was echt mal interessant wäre, ob er damit klarkommen würde, wenn wir die andere Seemaschine einsetzen. Gib mir aber nochmal eine Chance. Gut, und wir gucken jetzt mal, dass wir für die Schweine alles fertig kriegen. Müssen wir jetzt auch noch die. Ja, aber das ist dann die nächste Frage. Ich glaube noch nicht mal, dass wir einen Kompaktlader-Schaufel haben. Für einen Traktor nur eine da. Richtig. Wenn wir den betreiben wollen, das mit dem hier machen wollen, dann brauchen wir halt auch die Schaufel, ne? Aber die lassen wir uns mal schnell hierher liefern. Also das ist dann, würde ich jetzt auch mal machen wollen und nicht wieder zurückfahren. Das kann auch mal der Händler mal vorbeibringen. So nett ist der ja. So. Dann gehen wir mal zu der Kompaktschaufel. Heißt die auch, die Stolle ist das. Die muss es sein. So, mal zurücksetzen bitte. Wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, wo die jetzt landet. Also die würde ich jetzt einfach mal hier hinlegen. Ach, da ist sie ja. Ich sehe sie schon. Ja, kein hohen Umfahren. Jetzt weg da. Du bist wieder Vieh. So. Das kackert hier unter meinem Reifen. Also, erstmal Mais. Ich wollte nicht mal rückwärts fahren, ich kann die auch so drehen, ne? So. Loslegen mit ihrer Produktion. Ist doch die ganze Schaufel reingegangen. Wir haben nicht mehr gemeckert wegen den Zeiten. Ne? Dann noch die Gerste gleich. Das ist ein guter Raps. Was denn eine krimische Mann? Da können wir jetzt nicht alles rein, okay. So, zurück hier. So. Und die Gerste habe ich hier. Können wir später vielleicht nochmal die Kartoffeln oder Rüben daneben schütten. Okay. Jetzt fehlt nur noch Wasser. Ich meine, Stroh haben wir ja schon drin. Ne? Und ich kann den auch mal kurz hier parken. Da haben wir jetzt ja genügend Platz. So, also. Wir brauchen nochmal ein Wasserfass. Und Anhänger voll Weizen verkaufen wir ja noch, also deswegen kriegen wir auch von den Finanzen her noch ein bisschen was rein. Ne? So, müssen wir mal gucken unter Tiere. Da. Das ist was. 9,5. Anderes habe ich auch nicht, ne? Nee. Naja, ist ja auch ganz nett. Auswählen. Scheiße, dass es auch keine Farbe gibt. So. Okay, die müssen wir nochmal abholen. Und ich traue mich gar nicht hinzuschauen, aber.
Naja. Aber guck mal, komisch, das hat er auch hier dann ganz akkurat gemacht. Zumindest muss ich dann ein bisschen weniger machen. Ne? Klar, ein bisschen nacharbeiten, keine Frage. Aber das wird dann auch so sein, dass wir uns da nochmal das für den Test dann nochmal anschauen. Bei den Kühen mache ich jetzt erst nochmal zu. Muss man hinten nochmal die Halle zumachen? Oder? Ah ne, die bleibt ja auf. Die bleibt hier auf. Hier mal zumachen. So, muss die Hühner nicht immer reinkacken. Und hier ist noch zu. Hier sieht das auch sehr geil hier. Okay, ich schwärme noch ein bisschen und danke euch fürs Zuschauen. Und. Huch. Das ist aber auch gefährlich hier, ne? Wegen UVV und so. Da müssen wir mal hier oben drauf liegen. So. Wir hätten den Stecker jetzt hier. Naja, egal. Hier war noch ein bisschen was zum Abdecken dann später, ne? Okay. Ja. Ne? Macht's gut. Ciao, YouTube.